Herzlich willkommen zum ökumenischen Wochenimpuls. Ich stehe hier vor der Neanderkirche bei strahlendem Wetter. Doch die Stimmung ist ja leider trotzdem eingetrübt. Neben dem Krieg in der Ukraine beschäftigt einen ja auch weiterhin die Pandemie. Und zentrales Thema ist daneben in den Nachrichten die sichere Versorgung mit Energie. Wie können wir uns von Öl- und Gaslieferungen aus Russland möglichst unabhängig machen? Aber machen Sie sich eigentlich auch Gedanken über Ihren eigenen Energiehaushalt? Wie steht es mit meiner Energie, mit meiner Lebensenergie? Wo kann ich auftanken? Dazu möchte ich jetzt mit Ihnen in den Glockenturm gehen. Denn die beiden Glocken geben darauf ganz entscheidende Hinweise. Auf der großen Glocke finden wir nämlich die Inschrift "Unbeweglich im Herrn". Das klingt jetzt nicht gerade nach ganz besonders viel Energie, sondern eher nach dem Gegenteil. Und doch ist damit etwas Entscheidendes gesagt. Gemeint ist nämlich damit, haltet am Glauben fest. Seid unerschütterlich im Glauben an die Auferstehung. Die Auferstehungshoffnung ist das, was Menschen schon damals ganz besonders viel Kraft und Energie gegeben hat. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Denn Hoffnung ist der zentrale Schlüssel, der einem hilft, auch schwere Situationen immer wieder zu meistern. Der Glaube an die Auferstehung löst nicht einfach alle Probleme. Die sind dann nicht einfach alle weg. Aber ich gewinne immer wieder neue Kraft, neue Energie und neue Hoffnung. Und das wünsche ich uns in diesen schwierigen Zeiten ganz besonders. Bleiben Sie behütet.